Bravo, Christoph! Bravo! Jahren komme ich hier hin als Kommandant der Prinzengarde der Rosa Junges und ich habe es euch immer schon gesagt, es ist immer ein Highlight hier hinzukommen, euch zu sehen, altgediente Karnevalisten zu treffen, mal zu plaudern, was zu machen und ich habe es eben auch schon hier in der Brunnen gesagt, es sind durch viele Seelen gezogen und wir haben schon viele tolle Sachen erlebt. Wir hatten zum Beispiel eine Sitzung mit einer Ein-Mann-Kapelle. Und der Kapellmeister ist mir diese Tage am Fest seinen Vorplatz entgegengekommen und sagte, hör uns, Prinz, du gänzliche Rundenfirsche, das war selbstverständlich. Sagt er, wo ist denn hier die Kreismusikschule? Wie komme ich denn da hin? Ja, ist er, üben, üben, üben. Also wir haben viel gelacht, auch bei unseren Freunden in Dülken natürlich. Es war nicht immer so ganz lustig. Seid ihr schon wieder hier? Na, ihr trinkt euch durch, wa? Nein, also man hat mich auch damals mal gefragt, hatte beim Interview vom Stadtspiegel, hat man mich gefragt, hör mal, wie ist das denn so, wenn man Prinz von Viersen wird? Ja, ich sag, man muss sich da mit einer kleinen Bewerbung mal vorstellen. Und Frank sagte denn, es ist noch lange nicht gesagt, wenn ein Verein Jubiläum hat, dass man denn auch Prinz wird automatisch. Und dann stellte mir man die Frage, wenn ich denn nicht der Prinz von Viersen geworden wäre, ob ich mir denn vorstellen könnte, auch ein Dülkenprinz zu werden. Dann habe ich gesagt, auf eine kluge Frage kommt auch eine kluge Antwort. Gehst du mit dem Taucheranzug duschen? Natürlich auch die Freundschaften in unserer Nachbarstadt und wir haben viel Spaß daran und mit der Stadtprinzengarde. Ach, schon wieder die Prinzengarde. Erik, jetzt habe ich den nächsten Einlauf gekriegt. Ne? Mit der Prinzengarde sind wir natürlich stolz unterwegs. Der Narren ja nicht der Viersen. Morgen geht es nach Düsseldorf und dann geht es steil und dann gucken wir mal, was da abgeht. Ich möchte mich bedanken für alle Aktiven hier, die aus den Gesellschaften kommen. Es war ein toller Saalkarneval und rufen mit mir aus auf den Festverschluss hier so ein Karneval. Bremen, Viersche! 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 Dankeschön. Vielen Dank. Das war's, Prinz. Super. So, als nächstes hat unser lieber Kommandant Erik das Wort. Ich darf dir das Mikrofon überreichen. Ja, damit war heute Abend ja nicht zu rechnen. Und ich möchte mich beim Festausschuss Viersener Karneval, beim lieben Christoph, dem Geschäftsführer des Festausschusses Viersener Karneval, für die warmen Worte natürlich bedanken. Der Christoph hatte wesentlich mehr vorbereitet, aber da er nicht mehr so häufig auf den Bühnen kommt, ist er etwas nervös geworden. Hat vorher noch Schokola genommen, aber es kam nicht so weit. Christoph wollte sagen, liebe Leute, der Festausschuss Viersener Karneval wird dieses Jahr 5x11 Jahre alt. Am Sonntag ist der Frühschoppen des Festausschusses Viersener Karneval. Es sind noch einige Restkarten zu haben. Es ist ein Bombenprogramm, wofür auch der Christoph alles gegeben hat. Und dann natürlich wollte der Christoph unser Traumprinzenpaar vorstellen. Den aufgeladenen Zwerg Dirk.